Spätestens seit 2020 haben viele von uns das Gefühl, die Demokratie hat sich verändert. Es herrschen strenge Narrative. Wer sich nicht daran hält, der kriegt Probleme, wird diffamiert und ausgegrenzt. Politik und Medien ignorieren unbequeme Fakten. Die sogenannte Solidarität verdrängt freie Entscheidungen. Und Grundrechte sind inzwischen eher eine Option, nicht mehr unverhandelbar. Laufen wir in eine totalitäre Gesellschaft? Mein Gast sagt ja und analysiert in einem Buch die Zeichen für eine vielleicht düstere Zukunft und Parallelen zur Vergangenheit. Ob wir so eine Entwicklung aufhalten können, das liegt auch daran, ob wir sie verstehen. Und genau das tun wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Dr. Gudula Walterskirchen. Schönen guten Tag. Ja, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Historikerin, Journalistin und Buchautorin. Sie haben Geschichte und Kunst in Graz und Wien studiert und in Wien promoviert. Als Journalistin schreiben Sie unter anderem für die Salzburger Nachrichten und Cato und hatten bis April diesen Jahres eine vielbeachtete gesellschaftspolitische Kolumne bei der Tageszeitung Die Presse. Von 2017 bis 2021 waren Sie Obfrau des Pressvereins in der Diözese St. Pölten und Herausgeberin der Niederösterreichischen Nachrichten und der Burgenländischen Volkszeitung. Sie sind Vorsitzende der Jury des von Ihnen initiierten Hans-Ströbitzer-Preises des Pressvereins für ethischen und christlich motivierten Journalismus. Außerdem sieht man Sie häufig in österreichischen Diskussionssendungen. Ihr neuestes Buch heißt »Wie wir unfrei werden – Der Weg in die totalitäre Gesellschaft«. Und da wollen wir jetzt mal versuchen, zu verstehen, wie sich der Totalitarismus in eine einigermaßen freie Gesellschaft schleichen kann. Sie schreiben, man braucht eine atomisierte Gesellschaft, um totalitäre Strukturen einzuführen. Was heißt das? Ja, ich habe diesen Begriff der totalitären bzw. der atomisierten Gesellschaft habe ich von Hannah Arendt ausgeliehen, die überhaupt in diesem Bereich sehr empfehlenswert ist. Sie hat ein sehr bahnbrechendes Werk geschrieben über den Totalitarismus und hat ja selbst auch ein totalitäres System erlebt, nämlich den Nationalsozialismus, vor dem sie auch fliehen musste. Und Hannah Arendt beschreibt diese atomisierte Gesellschaft als eine Gesellschaft, in der es wenig bis gar keine Bindungen zueinander gibt, in dem diese sozialen Bindungen auch gezielt von der Staatsmacht gestört oder zerstört werden, um den Menschen zu vereinzeln. Das heißt, das ist nicht ein normaler Individualismus, wie wir ihn heute kennen, sondern eine Vereinzelung. Und dieser einzelne, einsame, eigentlich auf sich selbst zurückgeworfene Mensch ist dann für die Staatsmacht besonders leicht zu beeinflussen und zu lenken, beziehungsweise auch einzuschüchtern und zu beherrschen. Also das ist der Hintergrund dieser atomisierten Gesellschaft, die heute ja sehr aktuell erscheint. Wie vereinzelt man Menschen? Es gibt ein sehr plakatives Beispiel aus der Geschichte für ein totalitäres System, das Menschen gezielt vereinzelt, wie etwa im Stalinismus. Als diese Schauprozesse veranstaltet wurden, hat man natürlich versucht, damals die Menschen dahingehend zu isolieren, dass keiner einen Kontakt mit dem sogenannten Klassenfeind haben wollte. Denn dann hat man sich gleich selbst auch verdächtig gemacht und musste befürchten, dass man dann auch mit angeklagt wird. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Menschen bei Freundschaften extrem zurückhaltend waren, sehr misstrauisch waren und letztlich auch sehr isoliert. Kontaktschuld, das kennt man ja heute auch. Sie zitieren in dem Zusammenhang mit der Vereinsamung und Vereinzelung den Philosophen Karl Popper aus dem Jahr 1945. Da sagt er, man kann sich eine Gesellschaft vorstellen, in der sich die Menschen praktisch niemals von Angesicht zu Angesicht sehen, in der alle Geschäfte von isolierten Individuen ausgeführt werden, die sich durch maschinengeschriebene Briefe oder Telegramme verständigen und sich in geschlossenen Kraftfahrzeugen umherbewegen. Das ist sehr prophetisch. Also Popper konnte eigentlich gar nichts wissen von den letzten 2 Jahren, auch nicht von der Digitalisierung, aber er hat sie quasi vorweggenommen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch, durch die Digitalisierung verlernen die Menschen das Denken. Inwiefern?
Also ich denke, Digitalisierung an sich ist ja noch nichts Schlechtes. Wir profitieren ja auch gerade davon, dass wir uns begegnen können, obwohl wir an zwei unterschiedlichen Orten sind. Man kann ja die Digitalisierung sehr konstruktiv nützen, wenn sie dem Menschen dienstbar gemacht wird. Allerdings hat sie auch eine Gefahr, so wie viele moderne Technologien, auch überhaupt Technologien, immer zwei verschiedene Seiten haben. Und wenn durch die Digitalisierung, beziehungsweise wenn durch die Informationsflut, auch die damit verbunden ist, die ungefiltert ist, das ist auch wieder nicht nur ein Nachteil, aber wenn da der Mensch zu stark reizüberflutet wird, keine Zeit mehr hat zu reflektieren, nachzudenken, die Dinge sich setzen zu lassen, sondern aus allen Kanälen rund um die Uhr quasi überschüttet wird mit unterschiedlichsten Informationen und Eindrücken, dann kann er das nicht mehr verarbeiten und kann auch nicht mehr selbst sich eine Meinung bilden, kann auch nicht mehr filtern und einsortieren. Und dahingehend reagiert er dann nur mehr, beziehungsweise es wird dann nur mehr die emotionale Ebene reagieren und nicht mehr die Vernunft. Mhm. Ist es vielleicht auch so, dass das Wissen so leicht verfügbar ist? Das heißt, man muss es nicht erlernen, sondern man hat es einmal gegoogelt und zack, hat man's. Ist das vielleicht auch etwas, was sich dann nicht festsetzt im Kopf? Ja, wobei ich würde das gar nicht als Wissen bezeichnen, weil Wissen braucht ja einen Untergrund, das braucht eine gewisse Grundbildung, das braucht eben genau diese Reflexion, ja, den Austausch auch über Themen, die man diskutieren muss, sondern dann, eigentlich sind das Informationsbrocken, die auch ungewichtet sind, denen oft der Bezugsrahmen fehlt, sind das jetzt wichtige oder unwichtige, sind die jetzt überprüfbar oder nicht, sind die glaubwürdig oder nicht und was machen die mit mir? Also diese Reizüberflutung an Bildern und Informationen und Versatzstücken überfordert den Menschen unglaublich. Mhm. Ja, das ist mit Sicherheit so. Wir hatten gerade schon die Vereinzelung, die Vereinsamung. Welche weiteren Techniken und Bedingungen brauchen totalitäre Systeme, um eine Gesellschaft, sagen wir, in die Unfreiheit zu führen? Also es braucht einmal ganz wichtige Grundvoraussetzungen, denn es möchte ja niemand, der in einer freien Demokratie, in einem liberalen Staat lebt, möchte unfrei sein und beherrscht werden und versklavt und tyrannisiert. Das wünscht sich ja keiner. Und trotzdem passiert es. Das heißt, es muss irgendwas, eine Voraussetzung geben und eine der wichtigsten Voraussetzungen, und das ist jetzt auch keine Neuigkeit, sondern das hat es auch schon immer gegeben, ist, dass die Menschen in Angst viel besser steuerbar sind, als wenn sie keine haben. Also in der Pädagogik würde man sagen, die schwarze Pädagogik greift hier. Das heißt, man nimmt reale oder auch erzeugte Ängste und diese Ängste benutzt man dann dafür, nicht um ein Problem zu lösen, denn Angst ist ja nicht nur etwas Schlechtes, das bewahrt uns ja auch vor Fehlleistungen, nicht? Also wenn man eine Gefahrensituation hat, ist Angst ein guter Ratgeber dahingehend, dass man im Reflex richtig handelt, ja, indem man flüchtet oder was auch immer. Aber diese Art von Angsterzeugung, vor allem wenn sie länger anhält, die ist nicht gut, denn die versetzt den Menschen in eine Art gelähmten Zustand. Da sind wir wieder beim Verlernen des Denkens. Ja? Also ein vor Angst gelähmter Mensch kann nicht rational und vernünftig denken. Das geht gar nicht. Das ist wieder die Biologie. Und diese Ängste kann man dann dazu benutzen, dass man sagt, ich habe jetzt die Lösung für dich. Ich biete dir eine Führerfigur an, die dir sagt, was du jetzt zu tun hast, um aus dieser Angst herauszukommen. Oder irgendein Mittel biete ich dir an. Oder ich biete dir einen Sündenbock an, auf den du diese Angst projizieren kannst. Ja? Und aus dieser Angst wird dann auch allzu leicht Aggression, wenn sie länger anhält. Und die drei wichtigsten Faktoren, beziehungsweise die massivst angstauslösenden Elemente im menschlichen Leben sind Krankheit, also die Angst vor Krankheit, die Angst vor Tod und die Angst vor Krieg. Und wenn man die letzten Jahre jetzt ein bisschen im westlichen System Revue passieren lassen, dann haben wir alle diese drei Elemente ziemlich geballt kennengelernt. Ja, und die lernen wir gerade noch mal richtig kennen. Also nach Krankheit und Tod kommt jetzt der Krieg und es wird von Atomkrieg geredet und es wird da viel geframed, was den Leuten Angst macht. Also ich sehe das auch in vielen Kommentaren, dass die Leute Angst haben. Und was ja auch noch passiert ist, dass das Meinungsspektrum extrem eng geworden ist. Das haben Sie ja auch erfahren müssen, ne? Sie haben Ihren Job als Herausgeberin verloren und auch Ihre Kolumne bei der Presse ist weg. Hat Sie diese Verengung des Sagbaren gewundert?
Also ich denke mal, da geht es jetzt gar nicht nur so sehr um meine Person, sondern generell denke ich mir, merken wir das ja alle, dass es tatsächlich so ist, dass nicht mehr alles gesagt werden darf. Diese Entwicklung beobachten wir aber schon seit vielen Jahren. Was heißt, naja, darf man das überhaupt noch sagen? Ja? Darf ich noch diese und diese Speise verwenden? Es gibt in Österreich zum Beispiel eine Nachspeise, die nennt sich Mohr im Hemd. Das ist ein Schokoladekuchen mit Schlagsahne. Also das ist von den Speisekarten verschwunden, wobei Österreich nie Kolonien hatte und dahin auch kein negativer Bezug da war. Aber das darf man nicht mehr. Also so hat es eigentlich begonnen. Und das hat sich mittlerweile unglaublich ausgeweitet. Und da denke ich schon, wenn man das ein bisschen auf einer Metaebene betrachtet, wenn ein Meinungsdiskurs so verengt ist, dass es eigentlich nur mehr eine zulässige Meinung zu einem jeweiligen Thema gibt. Wobei das Thema, wie wir jetzt sehen, ist austauschbar. Also das ist jetzt gar nicht so der Punkt. Dann ist das schon ein Anzeichen, ein Vorzeichen, dass eine Gesellschaft totalitäre Züge annimmt. Und es ist auch wieder Hannah Arendt gewesen und auch andere, die darauf hingewiesen haben, dass eines der wichtigsten Techniken von totalitären Systemen ist, dass es keinen Widerspruch geben darf. Das heißt, es darf keine Infragestellung des Vorgegebenen geben. Zum Beispiel in Diktaturen ist eines das Erste, was ein Diktator macht, ist, dass er Intellektuelle oder Oppositionelle verhaften und einsperren lässt. Ja, also damit da quasi kein Widerspruch sein kann, weil sonst funktioniert Propaganda nicht. Und die Propaganda ist ein wichtiges Mittel zur Herstellung und zur Festigung totalitärer Macht. Ja, da habe ich auch ein schönes Zitat aus Ihrem Buch. Gustave Le Bon, der Autor von Psychologie der Massen, eigentlich das Handbuch für alle Diktatoren, ja, der hat ja vor 130 Jahren schon gesagt, bei Propaganda sei die reine Behauptung das sicherste Mittel, der Masse eine Idee einzuflößen. Also bloß keine Fakten, ja, bloß nichts belegen. Das war vor 130 Jahren, aber heute sagt man ja, wir sind in einer viel gebildeteren Gesellschaft und so weiter. Aber warum funktioniert das heute noch genauso gut? Das ist auch für mich eine sehr eigentlich erschreckende Erkenntnis gewesen bei der Arbeit an dem Buch, dass diese eigentlich sehr simplen Propagandatechniken, eben zum Beispiel nicht die Vernunft anzusprechen, sondern bei den Massen nur auf der emotionalen Ebene mit möglichst unbelegten Behauptungen, ob die jetzt reell sind oder nicht, zu arbeiten, dass das immer noch funktioniert. Und ich denke, es funktioniert, weil sich der Mensch letztlich ja nicht geändert hat in den letzten Tausenden von Jahren. Er funktioniert im Prinzip immer noch so, als ob er ein Stammesmensch wäre. Und alles, was darüber gelegt wurde, also die Zivilisation, die Technologie und so, das ist alles Beiwerk. Aber im tiefsten Inneren von der Emotion, also so wie ein Mensch als emotionales und biologisches Wesen funktioniert, hat er sich nicht verändert. Und dahingehend funktionieren diese Techniken auch noch so gut, weil alle Psychologen wissen, dass Emotion stärker ist als Ratio, wenn es darauf ankommt. Und genau darauf zielt das hin. Mhm. Und das erklärt uns auch, warum zum Beispiel, wenn ein Propagandist, ja, ich nenne es jetzt bewusst so, seine Behauptungen in die Welt stellt und man versucht dann mit rationalen Argumenten, mit Studien, mit Belegen, mit was weiß ich, ellenlangen Erklärungen dagegen zu halten, warum man damit einfach scheitern muss. Man kann Unvernunft nicht mit Vernunft begegnen. Ja, das ist verrückt. Also muss man im Grunde dann, ja, welche Möglichkeit hat man dann quasi die eigenen Fakten an die Leute zu bringen. Schwer, oder? Also ich denke, man muss eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und das habe ich auch mit diesem Buch versucht. Es funktioniert nur dann, dass man diese Propaganda quasi zerstört oder stört, dass man den Menschen die Augen öffnet, wie Propaganda funktioniert. Denn in dem Moment, wo man aufmerksam wird auf die Techniken und sie durchschauen lernt, wie zum Beispiel, dass sie sich die simplen Methoden auch der Ablenkung, ja, wenn ich mit einem Thema nicht mehr weiterkomme, dann mache ich ein anderes Feld auf und lenke die Menschen ab, ja, dann sind sie mit dem anderen beschäftigt und kann meine Agenda in Ruhe weiter betreiben. Oder auch immer die Wiederholung von simplen Stehsätzen. Immer und immer wieder, möglichst in unveränderter Form, anderen keinen Raum lassen, das in Frage zu stellen. Also wenn man das einmal erkennt oder erkennen lernt, dass das Propaganda ist, wie die funktioniert und was sie vor allem beabsichtigt, dann funktioniert sie nicht mehr. Und dann erst hat man Chance für Menschen oder für Techniken, die dann mit Vernunft und Ratio arbeiten.
Ja, da kann ich Ihr Buch nur empfehlen, weil da steht das ja im Grunde alles drin. Also da ist gerade der Propaganda, ein großer Teil dieses Buch, also ein großes Kapitel, ist der Propaganda gewidmet. Und ich wusste schon einiges darüber, habe aber noch ein paar neue Sachen gelernt. Ja, wie Propaganda funktioniert, Verwirrung ist auch noch so etwas. Ne? Man wird immer bombardiert mit immer völlig unterschiedlichen, teilweise sich widersprechenden Meldungen. Und steigt irgendwann einfach aus. Ja, der normale Mensch sagt, hey, macht ihr mal, ich vertraue euch und ich steige aus. Ich verstehe schon, wie das funktioniert. Aber ich war sehr überrascht, wie man Menschen komplett umdrehen kann. Also, dass vorher tolerante und friedliche Menschen jetzt andere Menschen ausgrenzen und verdammen, nur weil sie anderer Meinung ist oder auf ihre Unverletzlichkeit des Körpers pochen, das geht ja schon noch einen Schritt weiter als pure Propaganda. Ist das nur mit Angst zu erzeugen? Also das ist eben die Technik der totalitären Macht. Die sucht für ein Problem. Also zuerst haben wir die Angst, ja, die ausgehend ist von einem realen oder vermeintlichen Problem oder einem Bedrohung. Sagen wir, Bedrohung trifft es besser. Problem ist zu wenig, Bedrohung. Und diese Angst ist ja normalerweise ein kurz andauernder, reflexartige Reaktion. Wenn dir was sehr lange andauert, dann kippt sie, wie ich schon vorher angedeutet habe, in eine Aggression. Also diese starken Gefühle müssen irgendwo hin. Mhm. Und der Totalitarist weiß, damit sie nicht auf ihn selbst zurückfallen, muss er sie umlenken. Und am besten lenkt er sie um auf irgendeine Gruppe. Also ich nehme da auch ein Beispiel aus der Geschichte. Ganz simpel, im Nationalsozialismus, für die Wirtschaftskrise, die eine reale Bedrohung und ein reales Problem war, hat man einfach eine Gruppe verantwortlich gemacht und der die ganze Schuld zugeschoben hat, das waren die Juden. Das heißt, die Frustration, die Angst der Menschen vor Verelendung, die hat man gelenkt auf eine Gruppe, die man definiert hat. In Wirklichkeit hätte man auch jede x-beliebige andere nehmen können. Das ist auch austauschbar, aber hier hat man die definiert und hat die sukzessive als Sündenbock, in der Sündenbockpolitik, wir kennen das ja heute auch, ausgegrenzt und ihnen für alles die Verantwortung zugeschoben. Und das heißt, die Menschen haben dann das Gefühl gehabt, wenn die weg sind, ja, dann ist auch unser Problem weg. Wahnsinn, also, ne? Wenn man das ist eine eigenartige Inszenierung, die aber immer wieder funktioniert, leider, muss man sagen. Ich meine, das ist ein besonders drastisches Beispiel, gebe ich zu. Aber es zeigt sehr gut, dass diese Art keine Grenzen kennt. Also auch, wo hört das auf, nicht? Es hat ja nicht mit dem Holocaust begonnen. Das war ja der Endpunkt der Entwicklung. Begonnen hat es mit Beleidigungen, mit Spott, mit Drangsalierungen, also im Alltag, dass man den Menschen versucht hat, ihre Lebensgrundlage zu entziehen, also mit all diesen Dingen, und hat dann ganz schrecklich geendet. Und das bedeutet umgekehrt auch, dass wir aufpassen müssen bei den ersten Anzeichen, dass eine Gesellschaft gespalten wird, dass bestimmte Personengruppen von der Staatsmacht, das ist nämlich ein wichtiger Unterschied, nicht von, dass eine bürgerliche Gruppe eine andere quasi bekämpft oder die irgendwie benennt als Feind, das ist auch ein Problem, aber wenn die Staatsmacht so etwas macht, dann muss man wirklich aufpassen, weil das sind ganz deutliche Anzeichen, dass hier etwas nicht mehr mit einer liberalen Demokratie zusammenstimmt. Ja, und das haben wir tatsächlich erlebt in den letzten 2 Jahren. Und gerade Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, sind ausgegrenzt worden. In Österreich gab es auch einen Lockdown für Ungeimpfte. In Deutschland gab es 2G und 3G. Ja, gibt es eigentlich besondere gesellschaftliche Gruppen, die anfällig sind für solche totalitären Strömungen? Es wäre schön, wenn es so einfach wäre, ja, wenn man sagen könnte, na ja, diejenigen, die quasi wirtschaftlich nicht erfolgreich sind, die Zurückgelassenen, das sind immer die quasi, die dann... Die meine ich gar nicht. Ich habe es ja aus Ihrem Buch. Mhm. Sie sagen ja im Grunde, die davon profitieren am Ende oder zumindest die glauben zu profitieren, das sind ja genau das Gegenteil der sogenannten Verlierer, oder? Richtig, ja. Also das Interessante ist in dem Fall, man muss sich immer überlegen, wer profitiert davon und wo sind die Interessen? Denn man etabliert ja nicht oder versucht ja nicht ein totalitäres System zu etablieren, einfach weil man nichts anderes zu tun hat, sondern es gibt immer Interessen dahinter. Und diese Interessengruppen muss man sich anschauen. Wer ist das? Ja? Und was bezwecken die? Und
Das ist gar nicht so leicht zu definieren, weil das wechselt. Sie tarnen sich gerne. Die sagen ja nicht, wir wollen jetzt ein totalitäres System etablieren, damit wir jetzt alle endlich unterdrücken können und besonders viel Kohle machen. Das sagt ja keiner. Sondern es war auch in der Geschichte immer schon so und auch jetzt. Man hat irgendein hehres Ideal hingestellt, möglichst moralisch aufgeladen. Also sich die Herrenrasse, die Wiedererstehung, ja, oder die klassenlose Gesellschaft, in der alle zwar möglichst gleich sind, und keiner hat mehr als der andere und dann hat man eine wunderbare Zukunft vor sich und dann sind alle glücklich. Das ist ja total überhöht und das kann natürlich auch ein System nie erreichen. Das ist auch gar nicht bezweckt, sondern das ist eine Tarnung dafür, dass es in Wirklichkeit um nichts anderes geht als um Kontrolle, um Macht, um eine kleine Elite, die eine große Masse beherrschen will. Das steckt eigentlich hinter all diesen Systemen. Und von wem sprechen wir da? Sagen wir mal, wenn wir das jetzt so sagen, es gibt ja viele Theorien dahingehend, dass es die großen Tech-Konzerne sind, dass auch der WEF mit Klaus Schwab, der ja das Buch Der große Reset geschrieben hat, wo ja drin steht, dass ein Systemwechsel erwünscht ist. Und dann natürlich die Staatenlenker. Aber es ist ja eine globale Geschichte, das hat ja nichts mit Österreich und Deutschland allein zu tun. Ja. Das gab es ja noch nie in der Geschichte. Naja, doch, also diese ist natürlich heute ist alles global, nicht? Das ist ganz klar. Die Welt ist ja insgesamt kleiner geworden. Es gibt ja allerdings unterschiedliche Ausformungen von totalitären Tendenzen gleichzeitig. Wenn man sich anschaut, die noch relativ leicht zu identifizierbaren und erkennbaren quasi klassischen alten totalitären Systeme, da steht an allererster Stelle zum Beispiel jetzt China. Hier ist relativ leicht zu erkennen, dass hier ein totalitäres System wirkt. Dass also den Bürgern überhaupt, und das unterscheidet sie auch von der Diktatur, überhaupt keinen Freiraum mehr lässt. Also in einem autoritären oder Diktatursystem kann man noch irgendwie, wenn man sich mit der Machtpolitik oder mit den Machthabern nicht anlegt, kann man noch ein relativ ungestörtes Leben führen. Man kann privat sein, ne? Man kann privat sein. Also man kann einen Privatbereich noch irgendwie sagen, einen unpolitischen Privatbereich normal leben. Das ist aber in einem totalitären System nicht möglich, denn diese Systeme wollen alles durchdringen, also die Privatbereiche, die wollen sogar mittlerweile bis in die Gehirne der Menschen vordringen. Und das war ja auch immer der große Traum von allen Diktatoren, das Denken der Untertanen, muss man sagen, total kontrollieren und zu beeinflussen. Und an dem wird mittlerweile auch gearbeitet, nicht nur in China. Und Sie haben es schon angesprochen, es ist auch ein Wunschtraum von vielen Leuten, die sich ja sehr modern und marktwirtschaftlich und westlich definieren. Also im Silicon Valley wird schon bewusst daran gearbeitet, unter dem vorgeblichen wissenschaftlichen Interesse, dass man quasi in Gehirne eindringt, das Denken und das Bewusstsein des Menschen herunterlädt, ja. Und damit, im Umkehrschluss, kann man es dann auch steuern. Ja? Das ist dann der nächste Punkt. Ja, und nicht nur das, Menschen sollen ja auch so transformiert werden, dass sie der Umwelt möglichst wenig schaden. Also sie sollen kleiner werden, altruistischer und sie sollen einen Widerwillen gegen rotes Fleisch bekommen. Und an diesen Sachen wird tatsächlich gearbeitet. Also uns erscheint es ja als völlig absurd. Also ich habe selber früher mich mit diesen Dingen überhaupt nicht beschäftigt. Aber es ist mittlerweile so offensichtlich geworden, dass das nicht ein paar Spinner sind, die das halt so vor sich hin experimentieren, sondern dass das tatsächlich umgesetzt werden soll. Und hier auch wieder das hehre große Ziel, wir müssen die Welt retten, ja, und die Umwelt schonen. Und es ist eigentlich ein zutiefst inhumanes System, das den Menschen eigentlich als fehlerhaftes Wesen oder sogar als Störfaktor betrachtet. Und das ist dann schon richtig gefährlich. Ja, wenn also das Ziel die Vollkommenheit ist, dann ist natürlich das, was nicht gewünscht ist, die Unvollkommenheit. Und wie weit kann das führen? Also darum habe ich auch im Buch mich ziemlich ausführlich mit dem Transhumanismus beschäftigt. Auch ein Schlagwort, das in unseren Breiten bis vor kurzem jetzt überhaupt nicht in der Diskussion stand. Aber das, wenn man ein bisschen hier unter die Fassade schaut, sehr stark eigentlich schon in unserer Gesellschaft eingedrungen ist. Und dieser Transhumanismus, der nichts anderes will, als den Menschen als mangelhaftes Wesen zu überwinden, der quasi den Menschen dahingehend Gott gleich sieht, ja, oder zumindest eine Elite sich so sieht,
wie Sie richtig sagen, im Umkehrschluss bedeutet das, der nicht perfekte Mensch hat dann eigentlich keine Daseinsberechtigung. Und das ist erschreckend. Wenn man bedenkt, dass kein Mensch perfekt ist, wir wissen das ja eigentlich, dann ist das ganz gefährlich. Ja, das hat ja im Grunde angefangen mit der Entschlüsselung der DNA, dass man jetzt auch Babys oder Menschen genetisch verändern möchte. Ja. Und das ist wirklich erschreckend. Also wir wissen das auch aus dem Nationalsozialismus, ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen, aber Sie als Historikerin wissen das natürlich, dass es dort halt das unwerte Leben gab. Ja. Mhm. Und das ist ja etwas, wo man doch sehr, sehr aufpassen muss, dass man dort nie wieder hinkommt. Richtig, ja. Es geht ja eigentlich noch viel, viel weiter zurück. Also die Transhumanisten, die wollen natürlich mit dem nationalsozialistischen Gedankengut nichts zu tun haben. Die greifen ganz weit zurück, nämlich auf die Antike, also auf die Götterwelt. Ja, da war ja so quasi der Mensch, Mensch wollte Gott gleich sein. Da gab es auch diese Mischwesen, nicht? Aber das Ideal war ewig jung, ewig gesund, ewig schön und ewig zu leben. Und an nichts weniger als an diesen Dingen arbeiten jetzt die Transhumanisten. Das heißt, da gibt es verschiedenste Techniken, wie man das erreichen will, für eine bestimmte Gruppe, Klammer auf, die sich das leisten kann, Klammer zu. Und alle anderen, die diese Anforderungen nicht erfüllen, die nicht gesund sind, die nicht perfekt sind, die womöglich behindert sind, alt, krank, die will man eigentlich aussortieren, weil sie sind Ballast. Also hindern die Gruppe, die restliche Menschheit am Fortkommen. Und das ist so ein Rückgriff. Ich habe auch Yuval Harari zitiert, der auch ein Transhumanist ist, obwohl er das eigentlich nie in den Mund nimmt, ja, zumindest nicht in seinen Büchern. Aber das ist lupenreiner Transhumanismus. Und der selber sagt, also das Beste war eigentlich die Stammesgesellschaft, weil da haben nur die Fittesten und die Klügsten überlebt. Und diejenigen, die halt in irgendeiner Weise beeinträchtigt waren, die haben entweder freiwillig den Tod gesucht oder wurden irgendwie zurückgelassen und konnten sich auch gar nicht fortpflanzen. Und da sind wir schon ganz nahe bei dem Thema der Selektion beziehungsweise auch des unwerten Lebens. Also das ist ein ganz gefährlicher Grad. Wird aber natürlich so nicht benannt, sondern es wird immer gesprochen von der humanen, von der schönen neuen humanen Welt und vom Menschen, der nie wieder leiden muss. Ja, Harari hat ja auch vom hackbaren Menschen gesprochen. Also da sind wir wieder bei dem Gehirnauslesen. Klaus Schwab träumt von dem ersten künstlichen Gehirn, das in einen Menschen eingesetzt wird. Ethik und Moral haben da gar keinen Platz, oder? Oder auch doch. Empathie. Empathie ist ja auch etwas, was ich eh schon vermisse inzwischen. Richtig. Also es wird zwar ständig von Moral gesprochen und das Ganze klingt ja auch wahnsinnig moralisch. Also die Welt zu retten, das ist ein Leben ohne Krankheit. Das wünscht sich doch jeder. Nicht? Die sagen jetzt ständig alle, bleiben Sie gesund. Ein Mensch bleibt niemals immer gesund. Krankheit gehört zum Leben dazu. So wie Leid zum Leben dazu gehört und auch der Tod. Und das will man alles überwinden, beziehungsweise man kämpft dagegen. Also das wird als ein Kampf, die Krankheit, das Leiden und der Tod wird als Niederlage empfunden und dagegen muss man kämpfen, das muss man ausmerzen. Und was auf den ersten Blick so wahnsinnig humanistisch klingt, ist auf den zweiten eben, wie wir haben schon besprochen, zutiefst inhuman. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Moral und Hypermoralismus, also den ich jetzt hier machen möchte, weil das meinte ich natürlich nicht mit Moral, was heute so vor sich hergetragen wird. Wir haben vorhin darüber gesprochen, welche Menschen besonders anfällig sind oder warum Menschen anfällig sind. Jetzt gibt es aber auch die Menschen, die nicht so anfällig sind, also für Propaganda, für Massenhysterie. Was ist da der Unterschied? Also das ist eigentlich erklärbar durch die Umkehrung dessen, was totalitäre Systeme brauchen als Nährboden, um gut zu wachsen. Wir haben gesagt, die atomisierte Gesellschaft, die vereinzelte, der einsame Mensch ohne soziale Bindungen, der ist anfällig. Das bedeutet umgekehrt, wenn ich eine gute Bindung habe an Menschen in meiner Umgebung, ein reges Sozialleben, viele Menschen von Angesicht zu Angesicht treffe, mich mit denen ein Vertrauen aufbaut, wenn ich angstfrei in dem Sinn bin, weil ich mich gut aufgehoben fühle, weil ich zuversichtlich bin, weil ich mich in irgendeiner Religion, in einem Verein oder wo auch immer ein klares Wertegerüst entwickelt habe, bin ich natürlich weniger anfällig, weil ich diese Dinge, die von einer
totalitären, sage ich einmal, Institution oder Gruppe mir eingepflanzt werden soll, weil ich die anhand meiner Werte, meines Wertekanons überprüfe. Mhm. Also ja. Wenn die mich jetzt auffordern, ich soll meine Nachbarn anzeigen, damit die Polizei kommen kann und überprüfen kann, ob er den Lockdown einhält, sage ich, ich mache sowas nicht. Ich zeige doch nicht meine Nachbarn an, das tut man doch nicht. Ja? Ja. Wenn ich das allerdings nicht habe, keinen Wertemaßstab, dann mache ich das, was vom Staat gewünscht ist. Das heißt, dann ist der Staat mit seinen Vorgaben und seiner letztlich beliebigen Moral, ist dann, oder die Autorität, wer auch immer das ist dann mein einziger Maßstab. Und das ist gefährlich. Mhm. Sie sind ja engagierte Katholikin. Wie sehen Sie eigentlich die Rolle der Kirche in diesem Wandel des Systems gerade? Also die Kirche hat im Prinzip genau dasselbe Thema wie der Rest der Gesellschaft. Sie ist in dieser Frage tief gespalten. Das ist wirklich sehr interessant zu beobachten. Ich sehe sehr kritisch die Rolle dahingehend, dass ich der Meinung bin, dass man hier auch eine gewisse Unsicherheit oder sagen wir gewisse Grundwerte aus den Augen verloren hat. Also man spricht zwar etwa von Solidarität, aber das ist eigentlich ein Begriff, der in diesem Zusammenhang überhaupt nichts verloren hat. Ja? Oder man spricht von Vertrauen, man soll absolutes Vertrauen in die staatlichen Autoritäten haben. Mhm. Aber das geht nicht. Also aus Grund unserer Erfahrung in der Geschichte kann man in den Staat und seine Autoritäten nicht uneingeschränktes Vertrauen haben, sondern die bedürfen immer der Kontrolle. Das ist auch das Wesen der Demokratie, dass jede Institution und jede der einzelnen Elemente eine Kontrollinstanz hat. Das hat nichts damit zu tun, dass das alles böse Menschen sind, sondern das ist einfach notwendig, damit es nicht zu Fehlentwicklungen kommt. Und ich denke, dass man sich hier zu sehr in die weltliche Welt begeben hat. Und ich habe immer gesagt, also die Kirche ist nicht der verlängerte Arm der staatlichen Gesundheitspolitik, sondern die hat ja eigentlich eine völlig andere Aufgabe, nicht sich um das körperliche Wohl hauptsächlich zu bemühen, auch, aber nicht hauptsächlich, sondern eigentlich um das Seelische. Und mhm. wenn man sich auf das beschränkt, dann kann man eigentlich nicht schief liegen. Und das ist sicher der Grund, warum es auch in der Kirche, in der evangelischen Kirche, wie ich höre, ist es ähnlich, da sehr große interne Diskussionen gibt und auch hier mittlerweile auch eine große Spaltung. Mhm. Ja, Spaltung hilft immer denen, die irgendwas ins Schlechtere verändern wollen in den Totalitarismus, teile und herrsche. Sie haben gerade von der Kontrolle gesprochen, also dass Macht Kontrolle braucht. Wie gut funktionieren denn diese Kontrollorgane momentan, was die Macht angeht? Sie meinen jetzt in der Demokratie, die Demokratie? Ja, in der Demokratie, weg von der Kirche, in der Demokratie. Ja. Ja, genau. Also die funktionieren meiner Beobachtung, nicht nach meiner Beobachtung, nach momentan gar nicht gut. Mhm. Das ist jetzt eigentlich auf alle Bereiche anzuwenden und dieser, vor allem in der Justiz, beziehungsweise in der Verfassungsgerichtsbarkeit, was jetzt die Exekutive anlangt oder auch die parlamentarische Demokratie. Also ich frage mich immer, was ist mit den Parlamenten? Ja? Die nationalen Parlamente sind de facto irgendwie kaum mehr wahrnehmbar. Das wird alles von oben bestimmt. Also es gibt immer mehr Alleingänge von einzelnen Ministern, Regierungschefs, der EU-Kommission. Hier werden demokratische Prozesse einfach ausgesetzt, missachtet. Und da gibt es eigentlich kaum oder wenig Gegenwehr. Und da wundere ich mich schon die ganze Zeit, denn wenn ich Abgeordnete wäre, ich meine, da würde ich mich doch irgendwie mal beschweren, wenn man mich völlig missachtet. Denn wozu gibt es denn diese gesetzgebenden Körperschaften? Wozu gibt es denn Wahlen und eine parlamentarische repräsentative Demokratie, wenn man sie in der Krise einfach missachtet? Ja, denn das hat eines Systems und die Qualität eines Systems und übrigens auch eines Menschen zeigt sich sehr oft in der Krise. Wenn alles gut läuft, ist es nicht schwierig, dass die Dinge sich gut entwickeln, dass die Institutionen funktionieren. Aber in der Krise sollten sie erst recht funktionieren. Und wenn wir eine Verfassung haben, dann sollte die in der Krise genauso gelten wie außerhalb. Und das muss ich sagen, das habe ich nicht gedacht, dass das so schnell gehen kann, dass Grundlagen der Demokratie so rasch einfach außer Kraft gesetzt werden können, beziehungsweise teilweise oder ganz missachtet werden.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das viel früher im Hintergrund halt angefangen hat, aber durch Corona wird es halt sichtbar. Ja, dass zum Beispiel Parteipolitik oder die Disziplin, die Parteipolitik fordert, auch von Abgeordneten, das wird jetzt sichtbar. Sie sind nicht frei in ihrer Entscheidung. Also Gerichte sind anscheinend nicht frei in ihrer Entscheidung. Wir haben es auch in Deutschland gesehen. Die werden, sagen wir mal, selbst der Verfassungsgerichtshof, so heißt es in Österreich, das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, hat einen Vorsitzenden, der ein Parteifreund von Angela Merkel war, mit ihr zusammen Wahlkampf gemacht hat, beim Essen dort war. Das ist nicht das, was man sich unter Kontrolle natürlich vorstellt. Kommen wir nochmal zu den Zeichen eines zu den Zeichen eines Totalitarismus. Da haben Sie auch geschrieben, zum Beispiel Behörde, überbordende Bürokratie wäre auch so ein Zeichen, dass wir in die falsche Richtung laufen, wenn zum Beispiel Leute nicht mehr wissen, ob sie jetzt die richtigen Papiere haben, den richtigen Pass, ob sie über die Grenze kommen. Das kommt mir natürlich auch bekannt vor. Ist das die Unsicherheit? Die Ohnmacht von einer gesichtslosen Macht, ist das auch wichtig? Eine gesichtslose Macht, wo man gar nicht weiß, wo man ansetzen muss, die die Menschen eigentlich in den Gehorsam treibt? Ja, also ich habe mich da immer ein bisschen auch erinnert gefühlt an Kafkas Werke, ja, der das ja auch sehr drastisch beschrieben hat, wenn man so in der Endlosschleife der Bürokratie gefangen ist und nicht mehr weiterkommt. Und es hat auch dankenswerterweise Hannah Arendt darauf hingewiesen, dass es gerade ein nicht unterschätzbar ist, dass gerade in totalitären Gesellschaften und Systemen die Bürokratie eine zentrale Rolle hat. Also wenn man sich ansieht, wie sowohl im Nationalsozialismus, aber auch in der Sowjetdiktatur Bürokratie, also überbordende Bürokratie mit Stempeln, wie Sie richtig sagen, mit Ausweisen, mit Bescheinigungen, mit einer auch Willkür. Ja? Also heute genügen 5 Bescheinigungen, morgen brauchst du aber 7, musst schauen, dass du dir mit den Beamten irgendwie gut stellst, dass du diese auch bekommst. Oder Papiere, Ausgangspapiere. Ja? Also ich habe das auch erst jetzt so richtig mitbekommen, was es bedeutet. Den Unterschied, wenn man für das beim Verlassen des persönlichen Wohnbereiches dann plötzlich eine Ausweispflicht einführt. Das gab es vorher zum Beispiel in Österreich nicht. In Deutschland gab es es schon bisher. Aber Aber mit in Deutschland gab es vorher keine Ausweismitführpflicht. Und richtig, das genau, hat das ist der sich zumindest Unterschied. in einigen Bundesländern halt auch geändert. Genau, Genau. das ist der Unterschied. Und was das aber auch mit uns macht, das ist eigentlich, das sagt man nur eine Kleinigkeit, aber das ist schon ein Zeichen dafür, dass etwas in eine Richtung geht, die man nicht will, weil man dann an diese letztlich Behördenwillkür, ja, ich denke nur an die verschiedenen Parameter, wie viel Meter man voneinander Abstand halten muss oder welche Bereiche man jetzt betreten darf oder nicht. Diese Regeln hat man dann auch ständig geändert, zumindest in Österreich war das ganz massiv so, Deutschland aber auch. in Deutschland hat man das sehr häufig gemacht. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, dass das nicht nur Unbeholfenheit war, teilweise auch Unsicherheit und Unbeholfenheit der Politiker, sondern teilweise auch beabsichtigt war. Denn das hätte man eigentlich nach einigen Monaten schon erkennen können, welche Regelungen sinnvoll sind und welche nicht. Und dass man das weiter so betrieben hat und teilweise immer noch betreibt, das muss einen Grund haben. Und es ist wirklich so, dass man mittlerweile sagt, na gut, ziehe ich lieber die Maske an, denn ich weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht dann dort doch vorgeschrieben ist. Ja? Also eine Übererfüllung der Erfordernisse einfach aus einer totalen Unsicherheit heraus. Und das führt wieder zur Verwirrung, die Sie angesprochen haben, dass verwirrte Menschen leichter zu kontrollieren und zu beherrschen sind als die, die klare Vorgaben haben und die eine gewisse Gewissheit und einen Überblick haben. Ja, ich glaube auch, dass da vieles beabsichtigt war. Also ganz im Ernst, alleine nicht auf einer Parkbank sitzen dürfen und ein Buch lesen. Das war, ich glaube, in Bayern und noch irgendwelchen Bundesländern war das verboten. Also alleine auf einer Parkbank sitzen und ein Buch lesen. Das war dezidiert verboten. Die Polizei hat auch noch geschrieben. Ja, das muss doch jedem klar sein, dass das keinen Sinn ergibt. Also insofern, ja, unbedingt war das auch beabsichtigt, um die Leute zu verwirren und ja, in die Angst noch weiter zu treiben. Jetzt ist der gläserne und überwachte Bürger ja weit fortgeschritten. Wir gucken ja immer nach China oder die großen Medien sagen immer, boah, guck mal, China, ne, die sind ganz böse und Totalitarismus.
Aber nicht nur in China geht das ja so voran, sondern auch im kleinen, beschaulichen Österreich, ne, wo wir beide leben. Was hat sich getan in Austria, also nur damit unsere deutschen Zuschauer nochmal hören? Es ist hier eine sehr problematische Entwicklung im Gange, die eigentlich von der Öffentlichkeit noch immer nicht wirklich wahrgenommen wird, obwohl sie jetzt schon umgesetzt wird, dass soll eine sogenannte Austria-ID kommen. Das heißt, jedem einzelnen Bürger eine Identität, eine elektronische zugewiesen werden, vor Erfüllung dessen, was auf europäischer Ebene geplant ist, muss man dazu sagen. Also man hat ja quasi ein Testfeld etabliert und dies alles unter dem quasi Deckmantel des Gesundheitsschutzes. Also da haben wir es wieder, Ziele werden in Moral und schöne, positive Dinge gekleidet. Und das Interessante ist, bei dieser ID geht es nicht nur darum, dass ich sage, okay, ich führe jetzt zum Beispiel die elektronische Gesundheitsakte, die hier jetzt schon sehr weit fortgeschritten ist, mit allen Befunden und so weiter zusammen mit dem Impfstatus. Dann habe ich einen gewissen Überblick. Dann sage ich, das kann sinnvoll sein, wenn Wert auf Datenschutz lege, kann das einen Sinn ergeben. Ja? Weil also für meinen Gesundheitsschutz kann das was bringen. Das Seltsame ist aber, dass hier das alles noch verknüpft wird mit anderen Daten. Also es soll auch zusammengeführt werden mit der Meldestadt, also mit den Meldedaten, mit sogar den Bildungsdaten, mit dem letzten abgeschlossenen Bildungsgrad, also mit Dingen, die eigentlich mit Gesundheitsschutz überhaupt nichts zu tun haben. Und da wird beteuert, na gut, das sind anonymisierte Daten, aber wenn ich auch noch die Arbeitsmarktdaten dazugebe, also ob jemand arbeitslos gemeldet ist, ob er Sozialhilfe bezieht, etc., also alles zusammenführe, dann braucht es eigentlich nicht mehr viel, dass ich dann sehr wohl die Person identifizieren kann. Und wir wissen, die Behörde verwendet immer Daten, derer sie mal habhaft geworden ist. Und die bleiben nie unbenutzt irgendwo liegen. Und ich persönlich frage mich, was will man damit? Richtig. Und ich frage mich auch, ob die Bürger selber wissen oder sehen können, welche Daten dort überhaupt gespeichert sind. Ich meine, jeder Beamte kann den QR-Code auslesen, aber werden wir es wissen? Ich meine, auf EU-Ebene, Sie haben es gerade angedeutet, ist ja sowas Ähnliches geplant. Das soll, glaube ich, auch dieses Jahr kommen. Ne? Ja, im Herbst. Im Herbst wird auch nicht so viel drüber geredet. Ein großes Projekt von Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen scheint mir jemand, der diese ganze Entwicklung vorantreibt. Sehen Sie das auch so, dass sie eine Helferin ist in Richtung Totalitarismus? Ich will jetzt nicht unterstellen, dass es ein Totalitarismus ist, den sie anstrebt, aber es ist schon sehr auffällig, dass sie all diese Dinge, also dass sie all diesen Dingen nicht nur auf dringendes Anraten oder auf Auftrag der Regierungschefs agiert, sondern generell habe ich die Beobachtung gemacht und nicht nur ich, dass sie sehr stark initiativ ist und zwar vor allem bei Dingen, wo es darum geht, letztlich um die Einschränkung der Grundrechte oder der Demokratie. Also ich sage jetzt zum Beispiel jetzt dieses seltsame europäische Bürgerforum, das sie da abgehalten hat mit irgendwelchen ausgewählten Bürgern, die sich alle wünschen, dass die Nationalstaaten weniger zu sagen haben und dass die politische EU vorangetrieben wird und dass das Einstimmigkeitsprinzip aufgehoben werden soll. Also dann frage ich mich wirklich, was soll das? Ich kann doch nicht einfach eine kleine Gruppe von willkürlich herausgefischten Bürgern Vorgaben machen lassen. Das ist also eine Art scheindemokratisches Projekt am Parlament vorbei. Also das ist ja alles eigentlich ein Problem, das ohnehin schon besteht, nämlich das Demokratiedefizit in der EU wieder dadurch noch mehr verstärkt. Also diese Alleingänge in Richtung mehr Herrschen von oben, ja, und das geht letztlich offensichtlich, die Bürger immer mehr zu kontrollieren unter dem Deckmantel, wir müssen handlungsfähiger werden, das macht mich doch schon sehr besorgt. Ja, da gibt es ja auch dieses schöne Projekt Smart Cities, wo dann tatsächlich drinsteht, auf einer Seite der EU-Kommission, dann wissen wir, also so sinngemäß, wir kennen dann alles, was ihr wollt, da braucht ihr gar nicht mehr wählen zu gehen. Also man braucht gar keine sogenannten Wahlen mehr, weil wir können ja eure Bedürfnisse dort sehen. Also das ist für mich eine sehr erschreckende Vorstellung. Aber das scheint dort, ich meine, es steht auf einer offiziellen Seite. Das muss man sich mal reinziehen. Das heißt, in den Köpfen von der EU-Kommission
ist das Ganze schon viel weiter fortgeschritten als in unseren, oder? Also das ist ein gezielter Abbau von demokratischen Prozessen. Und es ist natürlich so, dass Demokratie ein mühsames Geschäft ist, nicht? Also da muss verhandelt werden, da gibt es gegensätzliche Standpunkte, da muss gerungen werden, da muss man Abstriche machen und am Schluss wird es dann nur ein Kompromiss. Und es ist die Versuchung immer schon groß gewesen, diesen Weg abzukürzen und zu sagen, naja, eigentlich geht es, wenn es einer bestimmt, also quasi, ich habe das auch im Buch angesprochen mit Platon, nicht dazu den weisen Philosophenkönig als Ideal des idealen Staates, als Führer des idealen Staates gehabt. Also der ist so perfekt und klug, der weiß es besser als die Menschen selber, was für sie gut ist und entscheidet für sie. Das Menschenbild, das dahinter steht, ist, dass die Bürger nicht als Bürger gesehen werden, sondern als unmündige Kinder, für die man entscheiden muss, weil sie selbst nicht können. Ja, und das ist ja auch passiert. Die Interessen, die man selber hat, ihnen aber letztlich überstülpt. Das geht über besorgte Eltern hinaus, nicht? Weil die Eltern wollen doch fast, sagen wir, häufig oder fast immer das Beste für ihr Kind und wollen es dann irgendwie auch dann in so einem mündigen Menschen erziehen. Und hier ist es genau umgekehrt. Es ist hier wirklich ein gezielter Rückbau an Grund- und Freiheitsrechten, an Bürgerrechten, an Mitbestimmung, an echter Mitbestimmung. Weil das, was hier abgeht, das ist ja nur eine Fassade. Und letztlich, und ich glaube, das merken die Nationalstaaten gar nicht, beziehungsweise die Parlamente, sowohl das Europaparlament, da gibt es jetzt auch schon manche, die sich dagegen wehren, aber es sind nur einzelne leider, aber auch die nationalen Parlamente merken gar nicht, dass es sie genauso treffen wird. Die werden einfach overruled. Ob sie es nicht merken oder ob sie es wissen, aber um ihre Karriere zu behalten, einfach den Mund halten. Das ist ja auch immer. Also bei, zumindest aus der Wissenschaft oder von Ärzten wissen wir das, wer sich da aus dem Fenster gelehnt hat. Professor Sönnigsen ein Beispiel, der hat auch seinen Job verloren. Und wie heißt das Zitat, das Schöne, das Mao zugeschrieben wird, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Das scheint mir auch so. Das scheint mir wahrscheinlich, ist es auch etwas, was genau für totalitäre Geister ein Stück auf dem Weg ist. Jetzt ist die Frage, glauben Sie tatsächlich, wir können diese Entwicklung abwenden? Ja, also ich bin ein optimistischer Mensch, ja. Aber ich sage das jetzt nicht auch nur einfach so frei von der Leber weg, sondern ich habe natürlich auch mich damit eingehend befasst, weil man will ja mit dieser Dystopie, die ja eigentlich teilweise schon Realität ist, ja nicht irgendwie so allein gelassen werden. Ja, man braucht, der Mensch lebt vom Prinzip Hoffnung und nur das treibt uns an, auch was zu tun. Und man kann immer irgendetwas tun. Also selbst, und das war für mich auch immer sehr faszinierend in meiner langjährigen Beschäftigung mit totalitären Systemen und auch mit den Menschen vor allem, die in diesen Systemen leben mussten, es gab immer einen Handlungsspielraum für jeden Einzelnen. Es gab immer wieder die Möglichkeit zu entscheiden, mache ich mit, mache ich nicht mit, inwieweit mache ich nicht mit. Also selbst in wirklich sehr komplett ausgeprägten Systemen gab es noch diesen Handlungsspielraum und darum haben wir den jetzt umso mehr. Und im Prinzip geht es einfach nur darum, dass jeder lernt, diese Techniken zu durchschauen, die Gefahr zu erkennen, die hier droht, nicht zu sagen, naja, das wird schon nicht so schlimm sein, ja, die werden es schon richtig machen, also das soll ein mündiger Bürger niemals machen. Es braucht natürlich ein Grundvertrauen in Institutionen, aber immer ein genauso viel Misstrauen, nämlich zur Kontrolle. Das ist auch unsere Aufgabe als Bürger, die noch ein Wahlrecht besitzen, ich sage jetzt noch, ja. Und ein ganz einfaches Rezept, wie man dem entgegentreten kann, ist, dass man achtet in seiner Umgebung, es genau nicht so zu tun, wie es verlangt wird und erwartet wird. Das heißt, sich weiterhin zu engagieren, sich zu vernetzen, gute soziale Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Unbedingt, ganz wichtig, die Diskussion und den Austausch mit Menschen zu suchen, die nicht meiner Meinung sind und das in Respekt anzunehmen. Also nicht in dieselbe Falle zu tappen und auch wieder mit Vorurteilen und Ablehnung in seiner eigenen Blase zu verharren. Also sich nicht aus der Mitte der Gesellschaft wegbewegen, sondern das Verbindende zu suchen und immer wieder auch seine Stimme zu erheben und darauf hinzuweisen. Also da darf man nicht nachlassen und man darf diese Dinge, denen die Macht haben, nicht einfach so durchgehen lassen. Denn letztlich muss man sagen, eine Gesellschaft kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie in Freiheit lebt, die jeder Einzelne in Freiheit lebt und wenn sie in Frieden lebt
und wenn sie die Wahrheit sucht. Denn sonst ist eine Gesellschaft, also totalitäre Gesellschaft, und das ist vielleicht ein bisschen auch der Trost, ja, der traurige Trost, aber die sind letztlich immer gescheitert. Also sie können auf Dauer nicht funktionieren, und vor allem, es kann sich eine Gesellschaft nicht gut entwickeln, wenn sie totalitär ist. Also da gibt es hinlängliche Beweise. Das heißt, wenn jeder, der in einer gut funktionierenden Gesellschaft leben will, der muss darauf achten, dass sie nicht totalitäre Züge entwickelt und sich die festsetzen. Courage ist auch so ein Wort. Ich wünsche vielen Leuten viel mehr Courage. Und Sie haben es gerade richtig gesagt, man muss die Techniken kennen. Und ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen dazu beigetragen. Ihr Buch tut noch mehr dazu bei, also trägt noch mehr dazu bei. Also ich sage es nochmal, dieses Buch kann ich nur empfehlen, weil da lernt ihr viel noch viel genauer, was gerade passiert. Das ist mir auch so gegangen, liebe Leute da draußen. Und dann könnt ihr es auch den anderen erzählen, weil das ist wichtig. Das muss sich verbreiten. Also es muss ein Großteil der Bevölkerung erkennen, wohin wir möglicherweise gerade laufen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch, erstmal vielen Dank, Frau Walterskirchen. Habe ich mich gar nicht verabschiedet, geht ja gar nicht. Ja, danke sehr recht herzlich für den Blick in diese wunderbare neue Welt. Und euch da draußen wünsche ich auch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.